So, neues Geheimnis gefunden. Okay. Geht los, geht weiter. Thomas war mit Los. am Tor und Ray kämpfte wie ein Löwe. Beinahe hätten wir es dort nicht lebend herausgeschafft. Noch immer war er völlig außer sich. Es dürstete ihn nach Rache. So Also heiß. erzählte ich ihm vom Medaillon. Ich hielt es für ein Märchen, aber dadurch würde er zumindest ein wenig abgelenkt. Und dann erwies es sich als wahr, als real. Das Medaillon führte uns zum Eingang einer uralten Kammer, deren Tür bereits geöffnet war. Ich hegte einen Verdacht. Thomas, irgendwie wusste ich es. Wir folgten einem blassen Schein durch einen jahrhundertealten Korridor, als ich plötzlich verstand. Ich wusste, was zu tun war. Ich musste meine Brüder retten. Okay. Das hat so was Aztekenmäßiges. Ich habe dich davor gewarnt, mir noch einmal eine Frau wegzunehmen, Thomas. William? Du hast gesagt, er sei tot. Juan hat das behauptet. Ich habe dich gewarnt. Oder etwa nicht? Thomas, hör auf! Er wird dich töten! Ich habe euch geliebt. Und ihr habt mich belogen und betrogen. Was willst du von mir, Ray? Gerechtigkeit. Oh mein Gott! Ich habe versucht, meine auf Abwege geratenen Brüder wieder zurück in die Obhut des Herrn zu führen. Und versagt. Jetzt sind sie Todfeinde. Warum? Wofür? Eine Frau? Gold? Meine Worte tragen keine Früchte mehr. Aber vielleicht kann ich Ihnen zeigen, dass es mehr gibt als Stolz, Gier und Lust. Ich lasse nicht zu, dass du ihn tötest, Ray. Das geht dich nichts an. Wenn du ihn willst, musst du zuerst an mir vorbei. Aus dem Weg! Ray, um Himmels Willen, er ist unbewaffnet! Du weißt, zu was ich fähig bin, Ray. Auch ich bin jetzt ein Mörder. Genau wie du. Ich sag's nicht nochmal, Kleiner. Aus dem Weg. Ich Alter. Ziehe auf drei. Eins. Tu das nicht. Zwei. Nein! Drei! Nein! Gut. Der hat ihn abgeknallt. Ja, da ist die Bibel. Nie abergläubig, aber vielleicht ist dieses Gold tatsächlich verflucht. Wie konntest du überleben, Barnsby? Keine Ahnung.
Apachenhäuptling zerschnitt die Fesseln und ließ mich frei. Ohne ein einziges Wort. Nee. Eure Fährte zu finden war nicht schwer. Muss der Wille des Herrn gewesen sein. Mit Hilfe des Goldes kann ich eine neue Armee für die Konföderation ausheben. Unter meinem Kommando wird der Süden wieder auferstehen und dieses Mal siegreich sein. Meinst du? Du hast deinen gottverdammten Verstand verloren. Und nun werdet ihr beiden für eure Feigheit und eure Fahnenflucht bezahlen. Ray, Thomas, komm in den Ray. Der ist so zerschmettert von dem Scheiß. Bumme. Ey, das war geil. Der sieht ja wohl. Sind nix. Wir sind kaputt. Sand? Was geht hier vor? Was zum Teufel? Was geht hier ab? Scheiß Sand, Alter. Sterbe ich ja. Sterbe ich ja im Sand. Geht's weiter? Alter, ihr bist ja umzingelt! Wer schießt denn hier? Ich sehe keinen. Da oben. Ja. Bin oben. Marisa. Scheiße. Barnsby muss sterben.
die Sau. Schieß hier rüber weg, du! Tot. Scheiße. Scheiße. Alter. Deine Träume werden hier begraben. Du stirbst zusammen mit uns. Was ist mit den Südstaaten, Brownsby? Bist du bereit, alles zu verlieren? So wie ich meine Familie verloren habe? Ich schlage vor, wir treffen uns auf dem Feld der Ehre. Ja. Yeah.
das letzte Duell, ja? Und das, wo es hier sonst wie abgeht. Nein, ich war zu weit links. Vier Stunden schon, Alter, am Stück. Tja, im Sand begraben. Ich weiß immer noch, wo der alte Schatz sein soll. In jenen grausamen Tagen waren wir zu dritt. Und ein jeder von uns wäre für den anderen durch die Hölle gegangen. Solange wir zusammenhielten, konnte es keiner mit uns aufnehmen. Drei Brüder. Von uns dreien war William der Beste. Ein Mann des Glaubens, der sich opferte, um meine Seele zu retten. Wie der Erlöser, der für unsere Sünden starb. Wie Running River, der den Mörder seines Sohnes verschonte. William wollte, dass ich durch sein Opfer zu Gott finde. Und das tat ich. Das Gold ließen wir zurück. Oh. Es war verflucht. Ich legte meine Waffen nieder und widmete mein Leben Gott. Ich wurde zu dem Prediger, der mein Bruder William immer sein wollte. Und ich schloss die Ehe zwischen Thomas und Marissa. William, cool. Ich weiß, dass du auf uns herabsiehst. Du sollst wissen, dass dein Tod nicht vergebens war. Auch wenn nichts mehr so wie früher ist, bleibt eines unveränderlich. Wir sind eine Familie. Ja, das Medaillon. Krasser Scheiß. Sind wir durch. Ja, gut. Damit haben wir Call of Juarez Bound in Blood beendet. Gucken, was jetzt kommt. Wer weiter? Ah, okay. Gab eine Statistik. Alles klar.
Gesamtstatistik. 7 Stunden 41 Minuten insgesamt. Okay. Und so viel Geld. 2 Geheimnisse sind wir gefunden. Okay, weiter. Neue Schwierigkeitsgrad wohl freigeschaltet. Sehr schwer. Okay. Jo. Ah, okay. So, und jetzt haben wir neue Geheimnisse. Das ist neu. Erinnerung. Ist noch Whisky da? Nö. Wir hatten eine ganze Flasche. Hatten. Hast du sie getrunken? Irgendjemand musste, ja. Ist noch Whisky da? Ja, ist klar. Also, hier ist Audio. Und hier ist nur Dings. Okay. Okay. Warte mal. Geheimnisse, so Artwork. Erinnerung, alles klar. Exklusive Inhalte. Nein. Trophäen. Haben wir irgendwie fast alle. Also hier 12 Uhr mittags. Töte 4 Gegner zwischen 12 und 12 Uhr 50 mittags Uhrzeit. Ranglisten. Achso. Okay, mit jeder Klasse. Fair-Experte. 250 Gegner mit Gewehren. Ranglisten. Benne, das Spiel mindestens auf Schwierigkeitsgrad schwer. Ach du Scheiße. Na gut. Jo, damit haben wir Call of Juarez Bound and Blood jetzt beendet. Ich schließe damit das Let's Play ab. Geiles Spiel immer noch, muss ich sagen. Besser wie der neuere. Der sich schimpft Call of Juarez Kartell, was er in der Neuzeit spielt. Der voll für den Arsch ist. Habe ich aber auch Let's Played. Ist auch auf dem Let's Play Channel. Teil 1 kann ich leider nicht Let's Playen. Gibt es nicht für die Blaze. Für den PC. Habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Ganzlinger, was jetzt neu kommt. Ein reines Online-Ding, was nur online verfügbar sein wird. Sprich, es ist ein Download-Titel. Den werde ich auch Let's Playen. Wird auch wieder in dieser Epoche hier spielen. Also sprich im Westen. Im Weston-Zeit-Epoche. In der Western-Zeit-Epoche. Ja, gut. Damit sind wir fertig. Spiel bekommt von mir Note 2. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich bin euer Crazy Freak. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ciao.